Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist gelungen, der ORF kann sich den Schweiß von der Stirn wischen. Endlich ein riesen Serienhit, völlig zu Recht. Millionen schauen zu. Hier sind die Vorstadtweiber Nina Proll und Maria Köstlinger. Nina Proll, Maria Köstlinger. Lanz in der Hütte. Was für ein wahnsinniger Applaus. Letztes Mal hatte ich nicht so einen Applaus. Nein. Nee. Normalerweise ist nie so Applaus. Also bei mir nicht. Doch. Bei der letzten Sendung nicht. War weniger Applaus bei war dir? Weniger. Bei der letzten Sendung? Ja, aber was Dank. Das alles so ausmacht. Ja, auch ein Bier für dich, liebe Maria. Das heißt, merkt ihr jetzt schon auch auf der Straße, dass euch noch mehr Männer nachpfeifen und Frauen nachpfeifen als früher schon? Ja. Ja? Und ist es angenehm? Sehr. Ja, aber die Serie sorgt ja wirklich für einen tatsächlichen Karriereboost, den ihr überhaupt nicht notwendig hattet, weil ihr ja vorher schon so wahnsinnig erfolgreich wart. Aber das ist jetzt die Krönung, oder? Sagen wir so, es ist nicht schlecht, dass so viele Leute zuschauen. Ja, hat man es ist das gewiss erfreulich. Hat man Absolut. Das erwartet im Vorfeld, als ihr die Bücher gelesen habt? Oder habt ihr euch gedacht, oh, das ist mir zu schlüpfrig, Dildo-Partys, Sexsüchtige? Oder waren das Sachen, die ihr eingebracht habt? Dass es authentischer wird. Ich habe heute gelesen in einer unglaublichen Zeitung auch die Austro-Biester. Ja, mittlerweile sind in der Zeitung Ungarn, Österreich nehme ich an. Die Austro-Biester, Dildo-Partys, außereheliches Bettgehopse, schlüpfrige Witzchen. Seit Wochen demonstrieren die Vorstadtweiber montags eindrucksvoll, was ist schrecklich, dass das Leben abseits der Großstadt alles andere als zum Einschlafen ist. Top-Quoten. 916.000 Zuschauer, das ist ja wirklich irre. Ja. Es ist schon super, weil also ich habe selten bei so Quoten-Hits mitgemacht. Ja, wir auch nicht. Ja. Also, wie ist das? Ich finde das einfach, das macht einfach Spaß. Ja, aber das ist ja auch wirklich ein echt starkes Ensemble, oder? Also Gerti Drassel. Geil, super. Ja. Ja. Martina Eben, die Adina Vetter, ihr zwei, gab es Bedenken beim ersten Lesen der Bücher, ob es vielleicht doch nicht zum Image passt, ob man mit diesem ewigen Sexgetue assoziiert werden will, oder war das überhaupt kein Problem? Eigentlich bei mir nicht. Also ich dachte, ich habe eher mich gefragt, ja. Welche Rolle möchte ich am liebsten spielen? Nein, also Du spielst die Boutiquenbesitzerin. Ich fand alle 5 Frauen interessant. Ich habe alle 10 Bücher am Stück gelesen und ich musste sagen, ich habe selten was so gut Gestricktes über wirklich 10 Folgen hindurch. Die Geschichten verdichten sich bis zum Schluss. Es wird immer komischer, immer lustiger. Also, und es entwickelt wirklich einen Sog. Und das ist, finde ich, schon etwas Tolles. Also ich hatte nicht das Gefühl, das ist jetzt was total billig kommerzielles, wo ich mich jetzt sozusagen hergebe. Überhaupt dafür. Nicht. Es steht hier nur in dieser Dreckszeitung drin, dass es auf sich billig und so. Ich finde es auch. Ich finde, es ist ein Juwel. Und es ist in Wahrheit, ist es ja wirklich lustiger als das sogenannte Original Desperate Housewives. Inwiefern ist das eigentlich ein Original gewesen, auch beim Spielen für euch? Also eine Vorlage? Gar nicht. Gar nicht. Für mich auch gar nicht. Ich war nicht so ein Fan von Desperate Housewives. Ich habe nur, glaube ich, die erste Folge gesehen. Weil die Männer zu nett waren, oder was? Nein, ich weiß nicht, es war mir zu amerikanisch. Aber was ich auch toll finde an der Serie, und das ist etwas sehr Unösterreichisches, ist, dass wir dürfen schöne Kleider tragen, wir dürfen gut aussehen und wir müssen nicht über irgendeinen... Normalerweise im österreichischen Kinofilm immer irgendwie zerrissen, kurz nach der Vergewaltigung kommt die Frau noch aufs Polizeikommissariat. Ja, oder? Ja, genau. Ja, endlich Glamour. Endlich ein bisschen Glamour, ein bisschen Dallas Dynasty. Genau. Wir zeigen jetzt gleich einen Ausschnitt, der, glaube ich, wann gezeigt wird? Erst in der nächsten Sendung, ich glaube am 2. oder so. Da gibt es ja unglaubliche Verstrickungen und Intrigen. Es ist so, dass du willst, dass die Nina, du hast Nicoletta im Film. Ich möchte, dass sie mit meinem Mann sozusagen das Verhältnis... Genau. Du kommst ihm aber auf die Schliche, willst Fotos machen, damit du dich von deinem Mann leichter trennen kannst. Und an der Stelle sind wir Moment, jetzt mehr Spoilern. Moment, es ist schon deutlich komplizierter. Darf man das sagen? Darf man das sagen? Nein, uns wurde gesagt, man darf gewisse Dinge nicht sagen. Ja, aber ich glaube, das muss man sagen, weil das ist, glaube ich, schon klar.
weil Nina hat nämlich schon, also nicht Nina, Nicoletta. Obwohl vielleicht auch, weiß ich nicht, weil jemand schwarz ist, ein attraktiver Typ. Nicoletta. Nicoletta und Nina vielleicht, weiß hat nicht. Schon länger eine Affäre. Hat schon lange ein Verhältnis mit jemand schwarz, der deinen Mann spielt. Das heißt, weißt du aber nicht in deiner Rolle, ne? Genau. Das heißt, es ist unglaublich. Das müssen wir alles beim Spiel berücksichtigen und dann richtig spielen. Eben, und das ist aber, es ist sehr geglückt. Wir sehen einen kurzen Ausschnitt aus der nächsten Ausgabe von Vorstadtwein. Oh mein Gott. Walli, ich weiß nicht, ob ich das kann. Vielleicht ist das alles irgendwie vor dir mit deinem Mann. Ich tu's einfach. Okay. Jetzt hab ich dich. Scheiße, was macht der? Ah, super. Geh! Was ist denn los? Bei so großen Fenstern habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass ich beobachtet werde. Du nicht? Ja. Ich liebe große Fenster. Wir sind über den Dächern von Wien, da kann keiner reinschauen. Super. Stell dir vor, wir machen sie einfach und unten fahren die Züge vorbei. Ist doch geil. Nina Poll und Maria Köstlinger, die Vorstadtweiber. Und Simon Schwarz. Und darfst du dir die Dessous behalten oder musst du es zurückgeben? Ich hätte sie abkaufen können, aber das habe ich nicht getan. Ja, ich meine, das werden alle, ich meine, das sind einfach so, ihr führt so ein glamouröses Leben jetzt durch diese Serie. Und überlegt euch mal, was ihr, ich meine, ihr wollt, du wolltest mal Kindergärtnerin werden, ja. ganz früher. Dann hättest du mit blassen Kindern ohne Spielzeug in einem Raum heute gewesen. Was für ein tristes Leben. Ich bin auch Nestreu-Preisträger laut Österreich. Bist du gar nicht? Ja, nein, du bist nominiert. Ich war nominiert, aber mir ist auch das recht. Ja. Das heißt, habt ihr, was sagt ihr jetzt alle das auf stimmt, Österreich? Das heißt, es stimmt gar nichts, was da drin steht. Ah. Auch Nina Poll wurde gefragt, leben und lieben sie auch abseits der Kamera so wild? Dann sagst du laut Österreich, Dildo-Partys kenne ich privat nicht. Stimmt das auch nicht? Warte mal, die doppelte Verneinung? Ja, schon mal bei einer Dildo-Party gewesen. Sag einfach ja. Ja, nein. Ja, aber ernsthafte Frage jetzt, wenn so brillante Schauspielerinnen zusammenkommen, gibt es da sowas wie Wadelbeißerei oder Zickenkrieg? Oder ist es ein aufgeregtes Geschnatter die ganze Zeit am Set und man hat sich lieb? Gab es gar nicht, gar keinen Zickenalarm. Es war total fein. Wir haben uns tatsächlich sehr gut verstanden. Ich habe es auch nicht ganz leicht gehabt, gerade in der Zeit. Und es war super schön, dass wir da so einen Zusammenhalt hatten. Und es war eigentlich... Es war eigentlich viel zu selten, dass wir alle fünf dran waren. Ja, jeder hat ja ihre Episode. Bestimmt. Es waren vielleicht 5 Drehtage, wo wirklich alle Leiber zusammen überhaupt gedreht haben. Gottes Willen! Um Himmels Willen, liebe Maria. Aber ist mir das peinlich. Aber ich hab dich nicht getroffen, ne? Ja, alles gut. Machst du jetzt eigentlich noch Musical auch? Weil du bist ja irgendwie auch, was ja viele echt gar nicht wissen, tatsächlich eigentlich auch begeisterte Musicalsänger. Ich komme eigentlich vom Musical. Du kommst eigentlich vom, das ist deine Ausbildung, oder? Ich habe eigentlich keine Schauspielausbildung, ich habe eigentlich nur eine Musical-Ausbildung. Soll ich kurz blasen kommen? Bist du noch nass, oder? Nein, alles gut. ich mache jetzt wieder ein Musical. Ich fange jetzt im März zu proben an und habe im April Premiere mit Cabaret in Innsbruck. Echt? In deinem Innsbruck? In meinem Innsbruck, in meiner Wahlheimat. Ja, herrlich. Und spielst du jetzt zurzeit? Ich fange auch im März an zu probieren und habe auch im April Premiere in Theater in der Josefstadt ein Franz Kafka-Projekt. Da sind wir 5 Schauspieler, die versuchen vielleicht Kafka nicht ganz so schwer zu erzählen. Wir wissen selber noch nicht genau, was das alles für ein Projekt wird, aber das hat am 25. April Premiere. Aber kann das sein, dass dann Leute dort zuschauen und sagen, das ist doch die Geile aus die Vorstadtweiber? Ja. Was wissen, ist der Kafka. Jetzt hat die bestimmt was mit dem Kafka. Oder die sagt zu der, jetzt habt du was mit dem Kafka. Ich kann nur eine Sache sagen. Ich weiß noch, wie wir gespielt haben, Lilium. Da gab es am Abend davor einen Film. Da hatte ich eine Sexszene mit Harald Krasnitzer. Und dann gab es... Ja, gut. Was soll das denn schon wieder? Im Sinne von
von gut. Ich meine so, oh, geil. Das Leute, oh, wow. So eine Frau, die so aus der zweiten Reihe beim Applaus rauskam und immer gedacht, sie geht irgendwie, weiß ich nicht, zum Ausgang und möchte in die Straßenbahn schnell einsteigen, kam aber nach vor und hat sich so nach vor gewutzelt und hat dann sozusagen mit dem Finger, währenddessen ich mich so als Juli verbeugt hat beim Lili, hat so gesagt, Frau Köstlinger, so einen Film spüren Sie mal immer wieder. Aber wirklich, sie hatte so einen Tiefen. Ja, gut. Kenn ich, ja. Also insofern kann das schon passieren. Ja, kann passieren. Aber ihr seid Schauspielerin, das kann, muss ich verstehen, dass ihr verschiedene Rollen spielt. Das ist nicht immer. Man kann es nicht jedem recht. Du bist Schwedin, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Ja, halt. Das heißt, unsere Redaktion hat dann mir die Frage aufgeschrieben, frag sie, ob sie auch immer Preiselbeeren zu allem isst. Ich weiß nicht, ob das relevant ist meiner Redaktion. Ist es wichtig? Ist es dir wichtig? Dann kann ich das an Österreich weitergeben, die Information. Ja? Ja. Wirklich? Wurscht, ob zum Gulasch oder zum Wiener Schnitzel. Preiselbeer muss immer sein. Käsekreiner mit Preiselbeeren? Na, das habe ich noch nicht ausprobiert, stimmt. Aber schmeckt sicher gut. Aber du, das ist aber, weil dein Vater ist, oder deine Mutter ist Schwedin? Oder mein Vater ist Braunauer. Aha. Und er musste nach Schweden fliehen, oder was? Er ist nach Schweden geflogen, so ist es. Mein Vater ist Braunauer. Wahnsinn, Skandal bei Vorstadtweiber. Ja. Braunauerin ist Preiselbeeren. Gut, dann will ich gar nicht fragen, wo dein Vater her ist. Aber du bist ja, du bist ja tatsächlich so ein bisschen so ein das spielt ja in Döbling, oder? Vorstadtweiber ist so eine Art Döbling, Hitzing, sowas in der Art. Und du warst im Sacré-Cœur. Das stimmt, das ist aber im dritten Bezirk. Ja. Schlecht recherchiert. Gut. Aber irgendwie ist der Titel schon auch ein wenig irreführend. Also wenn man hört Vorstadtweiber, denkt man ja eher so wirklich an den zweiten Bezirk oder an Simmering, so diese Beißelhuren, die es dort in den diversen Kaffeehäusern gibt. Ja, na, das ist ein Zitat. Und dann ist es jetzt doch der 19. Man ist eigentlich enttäuscht. Ja, nein, man ist gar nicht enttäuscht, weil das, was man sieht, ist ja großartig. Aber ich habe eher gedacht, es handelt sich um so eine vollkommen runtergerockte, besoffene, billige Frauen. Es ist ja das exakte Gegenteil. Seid ihr zufrieden mit dem Titel? Ich habe genau dieselbe Assoziation gehabt wie du. Also ich war auch nicht zufrieden mit dem Titel, aber mir ist auch nichts Besseres eingefallen. Danke fürs Gespräch, Frau Roll.